Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von coffeeness.de und heute haben wir, wie viele sind es eigentlich? Sechs, ne? Sechs Kaffeevollautomaten stehen. Ja. Und zwar stellen wir uns heute die Frage, welche günstigen Kaffeevollautomaten sind eigentlich gut? Welcher günstige Kaffeevollautomat ist für wen geeignet? Welche kann man empfehlen? Welche kann man nicht so empfehlen? Wie viel Geld muss man überhaupt ausgeben? Was ist überhaupt günstig? Da muss man irgendwie dann auch so einen Strich unter die Rechnung machen irgendwann, weil gehören jetzt Vollautomaten für 500 Euro noch zu den günstigen. Wir haben jetzt eher günstigere ausgesucht. Und ab 500 fängt so für mich das mittlere Preissegment an. Aber ihr erfahrt auf jeden Fall, was unser Favorit ist, wenn ihr Milchschaum wollt. Und ihr erfahrt, was unser Favorit ist, wenn ihr keinen Milchschaum braucht. Und wir machen für uns beide einen Kaffee nebenbei. Wir werden aber nicht alle Vollautomaten jetzt ausprobieren. Was ich aber gemacht habe, ich habe im Vorhinein schon die Lautstärke von den Mahlwerken verglichen. Und da werde ich euch die Zahlen nennen. Dann wisst ihr genau, welcher der lauteste und welcher der leiseste ist. Sechs Vollautomaten gleichzeitig im Video benutzen, kriegen wir nicht hin. Das sprengt dann immer die Zeit. Aber ihr könnt natürlich auch euch angucken, genau welcher Automat euch eigentlich denn überhaupt am besten gefällt. Denn so in puncto Design haben wir doch hier schon sehr unterschiedliche Konzepte auf jeden Fall am Werk. Mal mit Edelstahl, mal in Schwarz. Das heißt, hier kriegt ihr schon mal so eine ganz gute Übersicht eigentlich. Was passt in eure Küche? Was braucht ihr eigentlich? Und was gefällt euch am besten? Wir wünschen euch erstmal viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Bevor wir weitermachen, erstmal noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr hier bestimmte Sachen euch interessieren in dem Video, ihr also jetzt euch nur für einen von diesen Vollautomaten interessiert oder nur für unser Fazit am Ende, dann gibt's Kapitelmarken. Das heißt, wenn ihr die Beschreibung von dem Video anklickt, da gibt's ein Inhaltsverzeichnis und da könnt ihr dann einfach zu der Stelle, die euch am meisten interessiert, springen, weil wir reden ja immer viel und manchmal vielleicht auch zu viel und ihr könnt dann einfach auswählen, was ihr euch anhören wollt und könnt dann halt auch in diesem Video springen. Springt einfach genau dahin, wo es euch am meisten interessiert, die Info, die ihr haben wollt. Wenn euch jetzt zum Beispiel nur die Lautstärke interessiert, springt dahin, wo es im Inhaltsverzeichnis Lautstärke steht. Dann müsst ihr nicht das ganze Video gucken, wenn ihr euch nicht für alles interessiert. Ich freue mich natürlich über jeden, der das Video von vorne bis hinten guckt. Dafür machen wir die ja auch, aber wir wollen jetzt auch niemanden zwingen, dazu zu gucken. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, dass zu wenig von Arnes Körper zu sehen ist, kann ich auch noch den Tisch ein bisschen runterfahren. Dann sieht man noch ein bisschen. Wenn ich wieder gedisst, weil ich klein bin oder was? Irgendwann hole ich mir so einen Hocker, das sieht dann nämlich keiner, dann sehe ich einfach nur größer aus. Das ist ganz schön gemein. Ich mache jetzt erstmal einen Kaffee. So. Mit welchem Gerät fängst du an, einen Kaffee zu machen überhaupt? So, wir machen jetzt erstmal einen Kaffee mit dem Purista. Und dafür habe ich hier von der Bohnenstärke, kann man bis zu 3 Bohnen einstellen. Ich habe jetzt nur eine eingestellt. Dafür habe ich den Mahlgrad relativ fein eingestellt. Ihr könnt euch auch nochmal in unserem Video, wo wir den getestet haben, angucken, wie wir das gemacht haben. Wir haben den auch mit dem Solo, der hier daneben steht, direkt in einem Video verglichen. Wir verlinken euch unglaublich viele Videos hier drunter. Die könnt ihr euch dann auch alle angucken. Und jetzt mache ich einfach mal den Bezug an. Also diese Doppeltastenfunktion habe ich jetzt gewählt. Und jetzt drücke ich auf die Kaffeetasse und dann geht's los. Ja, das Mahlwerk ist auf jeden Fall etwas leiser als bei dem Vorgängermodell. Das hatten wir ja schon im letzten Video oder in einem der letzten Videos auf jeden Fall schon festgestellt. Und man hört auf jeden Fall einen relativ deutlichen Unterschied. Es wirkt halt alles etwas besser isoliert, das Gerät. Es steht halt ein bisschen. Ich hatte halt auch beim ersten Mal keinen so großen Messunterschied und jetzt hatte ich einen großen Messunterschied. Wahrscheinlich muss man irgendwie 10-mal messen und dann den Durchschnittswert davon nehmen, weil ein bisschen hängt das dann irgendwie anscheinend auch immer noch von dem, also irgendwie 100% mal gleich ist es nicht von der Lautstärke. Ich kann euch ja mal erzählen von der Reihenfolge. Fangen wir mal mit der Lautstärke an, weil wir schon gerade dabei sind. Der lauteste jetzt beim Messen war der Severin. Der hatte 73,9 Dezibel. Der zweitlauteste war der von Krups hier. Der hatte 7,3, habe ich geschrieben. Ich meinte wahrscheinlich 73, genau. Ich meinte 73,0 wollte ich schreiben. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend. Dann haben wir den Solo mit 72,5 und dann hatten wir den Magnifica, das ist der hier mit 71,5
Dann kam der Grundig mit 70,5. Also einer von den beiden, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Und der leiseste war der Purista, den wir jetzt hier im Video auch gehört haben, mit 68,7 Dezibel. Wir machen euch da auch nochmal so einen kleinen Graph fertig, den ihr euch angucken könnt. Genau, den blenden wir jetzt hier quasi ein. Dann könnt ihr das euch da nochmal ganz genau angucken. Genau. Es kann immer mal Messfehler, Messunterschiede geben. Ja. Kann auch mal sein, dass im anderen Video ein etwas anderer Wert rauskommt. Ich glaube, alles in allem kann man sagen, dass die Lautstärkeunterschiede jetzt nicht so ultra krass sind. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, dass wir sagen, Mensch, der ist so leise, das ist jetzt das absolute Kaufargument dafür. Da muss man dann doch schon irgendwie mehr ausgeben und vielleicht zu Siemens hingucken. Aber hier ist es jetzt alles so, es gibt da die Unterschiede und man hört, man sieht es ja auch in Messergebnissen. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass man bei einem Gerät sagt, boah, ey, das sticht richtig raus und das ist das absolute Kaufkriterium. Ja, stimmt. Jetzt ist mal der Kaffee fertig. Das ist schon mal gut. Ja, ich kann uns hier auch rumgreifen, das kriege ich, hin. Ja, ich bin ja, habe ja das längere Ärmchen. Ja. So. Vielleicht ist nur deswegen den Tisch rum. Da kann ich rumlangen. So. So, also ganz wichtig bei allen Kaffeevollautomaten ist, dass wenn ihr oben Mist reinkommt, kippt, kommt unten Mist raus. Wenn ihr oben was Gutes reinkippt, habt ihr auch die Chance, was Gutes rauszubekommen. Das ist jetzt unser Kaffee. Den verlinke ich euch hier drunter auch nochmal, falls ihr mal in unseren Shop gucken wollt. Das ist ein Kaffee extra für Kaffeevollautomaten. Und wir reden jetzt nochmal ein bisschen über die ganzen Geräte. Und wir gehen hier einfach mal von meiner linken Seite. Das ist vielleicht wahrscheinlich noch mal, einmal ganz kurz, bevor wir in die Geräte einsteigen, vielleicht nochmal kurz erzählen, was kann man eigentlich von günstigen Kaffeevollautomaten überhaupt erwarten? Also wo ist sozusagen dann der Unterschied zwischen jetzt gewissen, ja, der teureren Geräteklasse? Also einfach nochmal so generell. Was man auf jeden Fall erwarten kann, ist viel Kunststoff. Wenn ihr einmal so, wenn man oben hier einmal so rumklappert, dann seht ihr schon, das ist überall viel Kunststoff. Es gibt meistens relativ wenig Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt Unterschiede. Es gibt einmal Kaffeevollautomaten, die Milchschaum machen können. Das ist bei den günstigen dann aber meistens manuell. Das heißt, ihr müsst mit der Hand und mit einer Kanne an so einer Schaumlanze das aufschäumen. Bei anderen gibt es gar nicht die Möglichkeit, Milchschaum zu machen. Da kann man darüber streiten, ob man das überhaupt Vollautomat nennen will. Wir haben jetzt hier zwei Geräte, womit ihr auch Milchschaum machen könnt. Das sind die beiden. Das ist einmal der von Krups und einmal der von De'Longhi. Die anderen sind jetzt einfach nur Vollautomaten, mit denen ihr schwarzen Kaffee und Espresso machen könnt. Ja. Also ihr habt keinen Schnickschnack, ein sehr puristisches System sozusagen. Deswegen heißt ja auch einer von den Purista. Ich glaube, von hinten kann man sie gar nicht unterscheiden. Das ist, welchen haben wir gerade benutzt? Den, ne? Das ist der Purista. Genau. Mhm. Und da müsst ihr euch einfach darauf einstellen, ihr könnt jetzt keine Profile speichern, ihr habt keine App, die ihr benutzen könnt, ihr habt keine tolle Edelstahlverkleidung, die irgendwie gut aussieht. Ihr habt dafür aber relativ kleine und schmale Geräte teilweise und ihr könnt damit Kaffee machen und das ist jetzt zum Beispiel so, wenn ihr so ein Melitta-Gerät nehmt, dann ist das nicht so, dass der Espresso oder Kaffee daraus schlechter wird als aus dem doppelt oder drei- oder viermal so teuren Melitta-Gerät, sondern der wird genauso gut, es sind auch ähnliche Teile verbaut. Aber wir sprechen jetzt nochmal einzeln über die Qualität der Vollautomaten. Beim Milchschaum nochmal ganz kurz, ist es halt so, dass man natürlich selber Hand anlegen muss bei den Geräten. Das heißt, es gibt so eine Schaumlanze, man kann also ein bisschen Barista spielen, man muss es vielleicht auch ein, zwei Mal üben, bis man ein gutes Ergebnis rauskriegt. Der große Vorteil ist halt, dass man wirklich hundertprozentige Kontrolle über den Milchschaum hat. Also bei den teureren Geräten, ja, geht halt alles super vollautomatisch, man drückt auf den Knopf, fertig. Und hier hat man aber nochmal so ein bisschen mehr Kontrolle und kann sich auch noch je nach Anzahl der Kaffee Lattes und Latte Macchiatos, die man zubereitet hat, auch noch verbessern. Verbesserungsmöglich, ja. Kann man ein bisschen Barista spielen. Das ist natürlich für Leute, die jetzt wirklich so Ambitionen haben, hohen Barista zu werden, ist ein Vollautomat nicht so die richtige Wahl. Da sollte man vielleicht doch lieber zum Siebträger greifen. Aber man kann damit auf jeden Fall anfangen und man wird da auch besser, wenn man das ein bisschen geübt hat. Ich habe auch schon ganz lange ein Tutorial dazu versprochen, wie wir mit dem Milchschaum aufschäumen, weil mich viele gefragt haben, wie wir das so gut hinkriegen. Und das machen wir, das ist auch gar nicht so schwierig. Wir gehen jetzt einfach mal von links nach rechts durch. Also mein links ist wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß, ich kann sowas immer nicht. Ist wahrscheinlich das. Zeig einfach auf die Geräte, das macht's viel einfacher. Hier fangen wir an. Das ist der günstigste Kaffeevollautomat, den es von Krups gibt. Dazu haben wir auch schon zwei Einzeltestvideos gemacht. Von dem verlinke ich euch auch das aktuellste. Und ich verlinke euch auch den Testartikel bei uns auf der Webseite. Und man muss sagen, der ist zwar sehr günstig, der kostet, glaube ich, teilweise nur 230 Euro, 240 Euro, also auf jeden Fall deutlich unter 300 Euro und es ist schon das günstigste Gerät. Wir hatten ja so eine kleine Vorgeschichte mit diesem wunderbaren Gerät. Genau. Also das heißt, in unserem ersten Test ist mir als Superlaie natürlich gleich die Schaumlanze irgendwie um die Ohren geflogen, weil ich das falsch bedient hatte. Aber man muss auch sagen, so ein bisschen wackelig ist sie halt, ja, auch. Ne? Das ist auch immer noch einer der Kritikpunkte. Also hier diese Schaumlanze, die hier vorne dran ist, die fällt halt leicht ab. Wenn man da so ein bisschen dran rumjuggelt, hier fällt die ab.
und dann kann man mal ein bisschen damit verunglücken. Mittlerweile weiß ich auch, dass das nicht nur mir passiert, sondern vielen anderen auch. Da haben wir viele Kommentare dazu bekommen. Ja. Ich fand auch die Einstellungsmöglichkeiten von dem Gerät nicht so gut. Der Mahlgrad bleibt sehr grob, auch wenn man ihn auf die feinste Stufe einstellt. Die Abtropfschale wirkt wirklich wie aus dem Yps-Heft. Dann habt ihr noch den Nachteil, dass ihr die Brühgruppe nicht ausbauen könnt zum Reinigen. Dann müsst ihr also auf die Reinigungsprogramme des Herstellers vertrauen. Wie man das findet, ist ein bisschen Geschmackssache. Ich finde es eher immer ein Nachteil. Und in der Preisklasse, werden wir gleich dazu kommen, gibt es auf jeden Fall noch bessere Geräte. Also wir raten eher davon ab, diesen Krups zu kaufen. Das ist nicht so, dass alle Krups Kaffeevollautomaten schlecht sind. Wir hatten auch welche, die uns wirklich gut gefallen haben. Der Intuition zum Beispiel gerade, ja, der super Milchschaum gemacht. Ist natürlich in einer etwas anderen Preisklasse. Ist natürlich viel, viel teurer. Aber den würden wir jetzt eher nicht empfehlen. Beim Litter haben wir jetzt zwei sehr ähnliche Kaffeevollautomaten hier stehen. Die machen beide keinen Milchschaum. Aber sie machen schwarzen Kaffee und Espresso. Und sehen erstmal super ähnlich aus und kosten ein bisschen unterschiedlich viel. Der Solo kostet so knapp unter 300 Euro, vielleicht 280, 290 Euro, kommt immer so ein bisschen darauf an. Und der Purista kostet ungefähr 100 Euro mehr. Was ihr mehr bekommt bei dem Purista dafür, ist die Zwei-Tassen-Tastenfunktion, die ich gerade benutzt habe, um zwei Getränke gleichzeitig zu machen. Das habt ihr bei dem Solo nicht. Und ansonsten sind die aber, haben noch so ein paar kleinere Unterschiede. Da gehen wir auch, wie gesagt, in dem Vergleichsvideo nochmal ein. Vielleicht die Espresso-Qualität ist wirklich, ist exzellent. Also macht wirklich, wenn man oben Gutes reinkippt, dann kommt man unten auf jeden Fall auch, kommt man auch ein sehr gutes Ergebnis raus. Also der Kaffee wird nicht besser bei dem teureren Gerät, aber der Solo ist lauter und er hat diese Doppeltastenfunktion nicht. Das waren für mich so die beiden relevanten Unterschiede. Ja. Da müsst ihr euch dann überlegen, ob euch das 100 Euro wert ist oder nicht. Und ob ihr natürlich vielleicht das Design von dem jetzt irgendwie lieber mögt, wenn da oben noch ein bisschen schwarz mit dran ist. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Bei uns spülen jetzt alle Geräte nacheinander, weil um die Lautstärke zu testen, haben wir natürlich auch alle benutzt vor dem Video. Deswegen werden die jetzt nicht einmal alle ausschalten nacheinander. Also wenn euch das wert ist, dass es ein bisschen leiser ist und dass ihr die Doppeltastenfunktion habt, dann holt euch den Purista. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das so günstig wie möglich haben, habt ihr kaum Nachteile, außer dass er ein bisschen lauter ist, wenn ihr euch den Solo holt. Jetzt gehen wir mal hier zu dem... Der Ekam 22110B. Ja, wie heißt der denn noch einen Namen? Magnifica, ja. Genau. Der ist so ein... Schon ein sehr treuer Begleiter über Jahre hier bei Coffiness. Schon ewig auf dem Markt. Hat sich manchmal ein bisschen was an dem verändert, zum Beispiel daran, wie man die Entkalkungsfunktion benutzt. Da habe ich ein Video dazu gemacht und da war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, dass es bei unterschiedlichen Geräten, obwohl die genau den gleichen Namen haben, genau gleich aussehen, ein bisschen was verändert wurde an der Software, wie der entkalkt. Deswegen gibt es da schon Unterschiede, das heißt, er ist ein bisschen aktualisiert worden. Und das ist ein Gerät, mit dem könnt ihr super Milchschaum machen. Und den Mahlgrad kann man hier halt relativ fein einstellen, das gefällt mir halt besser als bei dem Krups. Da wird der Kaffee dann doch eher so ein bisschen säuerlich und hier habt ihr so ein bisschen mehr Möglichkeiten bei der Einstellung. So eine größere Einstellungsrange insgesamt. Und wenn ihr Milchschaum wollt und wenig Geld ausgeben wollt, dann ist das immer meine Empfehlung für den besten günstigen Kaffeevollautomaten. Ja. Ist ja nicht der günstigste, weil das wäre dann ja der mit Milchschaumsystem, genau. Aber da würde ich dann empfehlen, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und was uns halt auch unsere Leser und Menschen, die unser Video gucken, auch erzählen, ist, dass die Langlebigkeit dieses Gerätes auf jeden Fall gegeben ist. Das heißt, es gibt Leute, die haben den 10 Jahre, irgendwie 12 Jahre, also wirklich sehr, sehr lange schon. Wir selber können natürlich jetzt keine großen Langzeittests machen, weil wir so viele Geräte haben und jetzt nicht jedes irgendwie täglich benutzen. Aber das ist auf jeden Fall was, womit viele einfach zufrieden sind mit dem Gerät. Also scheint eine sehr solide zu sein. Kriegen und dann auch wir günstig. Viele, viele gute Rückmeldungen auf jeden Fall. Und die anderen beiden, die hier noch stehen, die gehören jetzt eigentlich so zusammen. Da war witzigerweise der eine heute deutlich lauter als der andere. Ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt zustande kam, weil letztes Mal waren die, glaube ich, ähnlich laut. Und dazu müsst ihr euch noch ein Gerät vorstellen, das ich jetzt hier nicht stehen habe, nämlich den Vollautomaten von Shibo. Der hat auch einen Namen. Weißt du den? Nein. Irgendwas mit Ich habe es jetzt irgendwie gerade vergessen. Caffeo. Caffeo ist, glaube ich, eher Militär. Es ist nicht sogar. Also einfach Shibo Kaffeevollautomat reicht wahrscheinlich, weil ich glaube, Shibo hat nur einen Vollautomaten. Ne? Genau, die haben den in zwei Varianten: einmal mit Milchschlauchsystem, einmal ohne. Oh, das liegt mir so auf der Zunge, das regt mich dann immer so auf. Es gibt auch schon ein Einzeltestvideo, das verlinke ich euch auch hier drunter. Was halt wichtig ist zu merken, ist, diese Vollautomaten sind alle fast genau baugleich und da reiht sich halt das Shibo-Gerät auch noch mit ein. Die Brühgruppe sieht genau gleich aus, die ist ein bisschen Yps-Heft-mäßig und
ich finde die okay. Die sehen teilweise auch ganz schick aus. Ich finde gerade den von Grundig ganz schick. Mhm. So von vorne sieht er schon ganz gut aus. Was man noch bei den Geräten vor allem, also du hattest es gerade schon ein bisschen angesprochen, von der Haptik her, die Abtropfschalen, die gehen wirklich sehr leicht raus. Also das heißt, die sind nur mit so einem leichten Magnetsystem hier verbunden. Man hört, es rastet ein. Das ist eigentlich ein ganz befriedigendes Gefühl so und fühlt sich auch hochwertig an. Allerdings, wenn man den nur ein bisschen verschiebt, fällt es gleich halt schon raus. Ja, und wenn man den tragen will, dann fällt hinten halt der Wassertank und vorne... Das ist definitiv nicht optimal gelöst. Also da auf jeden Fall, wenn man sich für dieses Gerät entscheidet, was wirklich sehr schick ist und vor allem halt auch in kleine Küchen passt. Wir haben, das ist, glaube ich, mit diese beiden sind halt schon mit die kompaktesten Vollautomaten, die man so auf dem Markt kaufen kann. Mhm. Und wenn man sich dafür entscheidet, muss man das nochmal im Hinterkopf behalten, den an einen guten Platz zu stellen und ja möglichst nicht oft hin und her zu schieben. Also, ihr bekommt jetzt nochmal ein Fazit. Wir haben jetzt über die Lautstärke gesprochen. Da wissen wir, dass der Purista auf jeden Fall der leiseste ist, dass die Unterschiede aber auch nicht so riesengroß sind. Wenn ihr nur schwarzen Kaffee und Espresso wollt und keinen Milchschaum, würde ich empfehlen, dass ihr eins von den Melitta-Geräten euch kauft. Da entscheidet ihr dann einfach, ob euch das wert ist, 100 Euro mehr zu bezahlen, dafür, dass er leiser wird und ihr ein paar Funktionen mehr hat. Die beiden da drüben und den Chibo-Vollautomaten würde ich da so ein bisschen außen vor lassen. Die kommen mir einfach nicht so solide vor und haben mir nicht ganz so gut gefallen. Wenn ihr Milchschaum wollt und wenig Geld ausgeben wollt für einen Vollautomaten, wir sind ja wirklich in der günstigen Preisklasse, würde ich vielleicht den von Krups eher ausklammern und dann eher bei De'Longhi gucken. Bei De'Longhi gibt es auch noch andere günstige Geräte mit integrierten Milchaufschäumer. Die kosten dann irgendwie nochmal 100 Euro mehr. Sind ansonsten von der, also mit so einem Milchtank, den ihr da so ranstecken könnt, der dann automatisch den Milchschaum bezieht, für 100 Euro mehr ungefähr gibt's das dann. Und das ist so in der günstigsten Preisklasse mit Milchschaumsystem. Hatte De'Longhi meiner Meinung nach so die Nase vorn, ohne Milchschaumsystem eher Melitta. Und die anderen Geräte, die ignoriert ihr dann einfach mal. Die sind jetzt auch nicht irgendwie krass grottig schlecht, aber ich finde, da ist der Unterschied schon so relevant, dass man da eine klare Aussage machen kann. Also wenn wir jetzt einen Testsieger haben wollen, sagen wir halt einmal mit Milchschaumsystem den von De'Longhi. Und wenn ihr ohne Milchschaumsystem habt, sucht ihr euch einfach einen von den Melitta-Geräten aus. Und ich trinke jetzt erstmal nochmal meinen Kaffee aus. Ja, solltet ihr euch für unseren Espresso entscheiden, wir rösten den immer extrem frisch. Das heißt, unsere Empfehlung ist da immer, dass man den nochmal eine Woche, ungefähr 7-8 Tage nochmal liegen lässt für die besten Ergebnisse. Genau, das Röstdatum steht da halt drauf. Und dann kann man den so 8 bis 10 Tage nach der Röstung, ist er dann wirklich auf den Punkt. Und weißt du, was schrecklich ist? Na? Ich muss jetzt 6 Kaffee-Vollautomaten sauber machen. Vielleicht helfe ich dir ja. Naja, also weiß ich ja, wie das läuft. Ich freue mich bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.